Ja, hallo, ich grüße euch zum achten Teil. Ich habe inzwischen schon mal weitergemacht und im Euro-US-Dollar drei Kaufenpositionen gemacht, weil er hier an einem Minimum ist. Ich zeige es nochmal. Ja, wir haben also hier den Verlauf. Ich gehe mal hier in 15-Minuten-Chart rein. Ja, haben also hier so eine typische Position, wo er hier flach läuft. Hier unten ein Minimum liegt, sodass also hier die gute Chance besteht, dass er nach oben hier an unserem Take Profit ranläuft. Weil hier hat er es auch schon gemacht. Hier ist er deutlich drüber gestiegen. Hier ist er flach geworden, also könnte man erwarten, dass er hier hochgeht. Es ist durchaus möglich, dass er auch nach unten ausbricht, also diese Linie fortsetzt. Dafür haben wir aber hier einen Stop-Loss gesetzt. Das werden wir vielleicht sogar noch eher abbrechen, wenn er nicht in unsere Richtung will. Aber momentan ist er am Wenden und dass hier sich natürlich hier solche Zappler ausbilden, das liegt einfach in der Natur der Sache. Ne? Weil alle anderen, die jetzt hier im Verkaufen sind, werden natürlich dann hier nachkaufen und da steigt der Kurs. Also die haben hier geschlossen, weil sie gesehen haben, dass hier schon so eine Unterstützungslinie liegt. Ne? Und man will ja seinen Gewinn nicht riskieren und da sind natürlich vorsichtiger Trader schließt hier an der Stelle. Dass der hier dann noch ein bisschen nachläuft, das kommt halt vor, aber ich würde mal sagen, die Marschrichtung ist hier aufwärts. Also ich erwarte diesen Verlauf, dass er sich hier fortsetzt. Ich erwarte nicht, dass er jetzt hier nach unten läuft. Wenn, hätte ich natürlich jetzt hier Verluste. Aber das kann immer passieren, der Markt kann immer alles machen. Ne? Man muss sich immer absichern. Das hier, was grün ist, hat einfach nur die Bewandtnis, dass ich eine Kaufenposition habe, die nur gerade ein bisschen gegen mich läuft. Aber jetzt hier ein Hedging aufzumachen, ist mindestens genauso riskant, weil ich genauso sagen könnte, das ist ein doppeltes Tief. Hier ist ein Tief, kleines Hoch, kleines Tief, sodass er hier unten ranläuft und dann hier nach oben geht. Weil die gelbe Linie will eigentlich auch schon rum. Ist also nur noch eine Frage der Zeit, was hier passiert. Was hier noch passieren könnte, wäre hier noch ein doppeltes Top hier unten in dem Diagramm, würde bedeuten, dass er bis hier runterläuft, weil das ist ja eine Tendenz. Muss ich vorstellen, wie Gas und Bremse. Ne? Also das wäre aufs Gaspedal treten und das wäre Bremsen. Ja, muss ich das vorstellen. So, und wenn es hier doppelte Tiefs gibt, kommt die hier zuweilen auch mal vor. Und das bedeutet aber, dass er nicht, dass die zwei Tiefs versetzt sind. Und zwar an der unteren Linie nach unten. Und wenn dieses Doppel-Top auftritt, dann nach oben. Da ist hier das eine hoch, ein kleines Tief und das zweite hoch sitzt hier. Also das ist immer verschoben. So. Und die Höhe von der Schiebezone hier, die ist dann ungefähr der Abstand. Also wäre jetzt hier zu erwarten, dass das Stück hier unten nochmal rankommt. Also würde ich jetzt hier erwarten, dass er hier dreht. Also hier die erste, ja, war schön, wie im Bilderbuch, hier die erste blaue Kerze kommt. Naja, siehste, er macht doch, was ich will. Ja. Also der Markt reagiert natürlich, wie er will, aber wenn man die Indikatoren lesen kann und immer interpretieren, hat man eine gute Chance, dass es also dann auch sich so ereignet. Weil alle anderen sehen das auch. Und reagieren natürlich, und wenn viele reagieren, ändert sich der Kurs. Ja, so funktioniert das. Also, es ist nichts mit Magie, hat also nichts damit zu tun, dass die bestimmte Kerzenmuster hier den Kurs so treiben und machen, sondern die Kerzen entstehen einfach, die Leute sehen das und reagieren. Und dadurch entsteht ein Zusammenhang zwischen typischen Kerzenmustern und diesem typischen Verlauf, der danach folgt. Also, hier haben wir ja wieder mal. Schöne Exemplare, wollen wir zeigen. Hier der Doji. Ja. Hier ist der Doji, hier eine ordentliche rote Kerze. Und die sehen wir in allen Zeitebenen. Ich zeige euch das nochmal im Stundenchart. Müssen wir ein bisschen größer machen, damit man die hier alle sehen können. Hier sind immer schöne Exemplare dabei. Hier, herrlicher Doji. Ja, also wenn du dann hier das Stopp hier liegt, dann sticht der Doji hier rein, da fliegt es raus. Also die Stops immer ganze Stücke weg. Hier ein Doji, Trendwende. Ja, hier auch wieder ganz deutlicher. Also es ist selten schönes Exemplar. So, hier steigende Tochter, steigende Kurse.
Fallende Tochter, fallende Kurse. Hier auch wieder sehr schön. Ja, die rote Katze wäre ich ja zum Beispiel raus, hätte ja glatt gestellt. Aber so eine Stelle erzeugt hier auch wieder eine Unterstützungslinie, ne? Weil die Leute ja sagen, hier hat er gehalten, also hält er hier auch. Und solche Muster, die müsst ihr euch einprägen. Da müsst ihr auch ein bisschen das Bauchgefühl sprechen lassen, ne? Dieser Knick hat doch hier was damit zu tun. Ne? Die Leute sehen, dass hier ein Dochi war und die sagen sich, na, wenn der hier wieder vorbeikommt, dann sticht er mich wieder. Und wenn die dann noch hier die zwei Dochis sehen und dann noch den hier, na, dann werden die Leute natürlich nervös und schließen ihre Position. Die glauben dann nicht mehr, dass es hochgeht, ne? Weil das hier die roten Kerzen kommen. Tatsächlich passiert aber dann beim Schließen genau das, dass er hier also durch das Schließen der Verkaufspositionen hier nochmal der Kurs kurz hochkommt. Das heißt aber dann ordentlicher Abstieg. Ja, gut. Ich würde es erstmal laufen lassen. Hier gibt es erstmal nicht allzu viel zu unken. Wir sind im Euro-US-Dollar. Da ist momentan Ruhe. Wir müssen dann nur aufpassen. Irgendwann 14 Uhr schaltet dann die Börse in New York zu. Dann wird natürlich hier ganz schöne Bewegung reinkommen und dann kann der Kurs in relativ kurzer Zeit in eine Richtung wegziehen. Also da sollte man nicht unbedingt im Markt sein mit großen Positionen, sondern dann eher ein bisschen verhalten, sich positionieren. Und ich habe jetzt mal den Eindruck, machen wir einfach mal nach Bauchgefühl, den Take Profit mal noch ein bisschen hochzuziehen. Und dann lasse ich einfach das mal laufen. Ich spiele das Video jetzt einfach mal abstellen, weil große Sachen sind erstmal hinten oder warten wir mal sehen, ob wir hier nochmal im Germany 30 was sehen. Das ist auch alles ruhig hier. Keine Bewegung drin. Wir könnten nochmal versuchen, ob wir vielleicht in den USA noch was reißen können. Oder den Euro. Da gibt es auch hier so ein Euro Stoxx 50. Machen wir das mal probieren. So, ziehen wir runter. Chart aufmachen. Gucken wir uns an, was hier los ist. Naja. Wie gesagt, es ist eigentlich immer das Gleiche. Hier diese Verläufe angucken. Also ist nicht, dass ich so sagen müsste, oh, wunderbar. Man könnte hier Short gehen. Ja, hier ist Short, hier ist Short. Hier hat er sich so bemüht. Man geht nochmal einen höher. Mal sehen, was da steht. Ja, wir haben einen starken Abwärtstrend, einen gerade gehenden Trend. Hier steigt er an, ist mir zu heiß. Ja, also, wenn man ungutes Gefühl hat, dann lieber einen weglassen. Wir haben noch mehr Indizes. Europe, was haben wir noch? Euro Stoxx? Ne, noch nicht. Ja, Ne. Mal gucken mal hier, was das hier wird. Britischer Index. Also ich erwarte jetzt keine Wunder. Ich gucke trotzdem mal rein. Oh, ja, ist schön. Machen wir unseren Heiken-Chart auf. Wir sehen auch, wir sind hier an einem lokalen Maximum. Wir haben hier den Radius. Das ist perfekt. Ja. So, jetzt wäre die Frage, zieht er hoch oder wendet er? So wie ich das hier sehe, sieht das aus wie Wenden, weil hier ist er auch schon verhungert. Wir haben also hier an der Stelle einen Widerstand. Ich würde jetzt einfach mal verkaufen. So. Und wir sind bei 6.500, also wir können uns durchaus mal 5 Kontrakte erlauben. Und ja, es ist die Frage, wann marschiert er rum? Wir sind im 5-Minuten-Chart. Ich gehe mal hier in eine Minute rein. Mal sehen, ob ich einen Einstieg finde. Hier ist es schön zu sehen. Und es sieht auch so aus, als ob er hier reinsticht. Also geht's los mit Verkauf. Eins, zwei. So, jetzt sind wir hier schon bei 25% Risiko. Also noch größere Sachen sollten wir uns jetzt nicht erlauben. Wenn aber dieser englische Index unsere drei verhungerten Euro-US-Dollar-Positionen rausreißen, dann schließen wir alles. Dann haben wir hier eine Funktion, Positionen schließen. Das machen wir aber erst, wenn wir hier in die Nähe kommen eines ordentlichen Gewinns, dass man sagen kann, wir haben unsere 3,3% Gewinn für heute rein.
Das könnte durchaus passieren, wenn er also hier unten wieder runter ist. Die Zeit, die das braucht, 20 Minuten. Wir sind jetzt hier bei der Minute 10 im Video. Ja, ist vielleicht ganz nett. Wir lassen es mal laufen, mal gucken, was hier noch passiert. Hier tut sich wieder nichts. Wir hängen also hier noch irgendwie hier drin. Machen wir hier 5 Minuten. Ah ja, er will in unsere Richtung laufen. Also haben wir dann doch wieder das einigermaßen im Griff. 5-Minuten-Chart. Ja, das sieht gut aus. Das wird noch. Gut, also brauchen wir uns jetzt hier keine Gedanken machen. Hier muss man einfach nur Geduld haben. Denn jede Ungeduld und jeder Geiz und ja, da trübt in den die rationale Empfindung, was man sich zutrauen sollte und was nicht. Wir können mal überlegen, ob man hier vielleicht eine Kaufen aufmacht. Aber viel ist nicht zu erwarten, weil diese Linie nach unten hier an der Stelle rauskommt und da ist dann hier irgendwas mit Verkaufen möglich. Da muss man also noch ein Stück warten, bis er wirklich ein Maximum ausgebildet hat. Das ist nichts. Hier sieht es aber ähnlich aus. Die blaue Linie geht hier waagerecht, das heißt hier auch ein waagerechter Kursverlauf. Könnte aber passieren, dass er hier unten wegbricht. Um das abzuprüfen, gehe ich hier wieder eine Stunde und gucke mir ein, was das hier ist. Also, was ist hier los? Der Kurs wollte steigen, ist er oben an diesem Widerstand gescheitert, stark abgestürzt, hat wieder korrigiert und hat sich auf den Mittelwert eingepegelt. Dieser Mittelwert wird von dem Tief und dem Tief immer wieder gebrochen und nach oben geht es auch nicht voran. Ja, das heißt Finger weg. Das heißt Finger weg. Also hier hat es keinen Sinn heute. Ja, sowas ist nicht mehr gern. Man kann noch mal runterschalten, ob in 5 Minuten das anders aussieht. Ne, das ist alles nur hier so ein bisschen hingedamper. Sowas ist schön hier. Aber das sieht nicht so aus. Er wird also hier gleich wieder drehen und wieder hoch. Einfach nur wegen der Wellenlinie. Ja. Da ist also das Vertrauen der Investoren hier einfach nicht vorhanden. Ja, der ist tot, hat man schon gesehen. Und der englische Index läuft jetzt ordentlich nach unten. Wir sind auch im Verkauf. Müssten theoretisch auch schon Gewinne sehen. Ja, das tut's auch. Wir haben auch jetzt hier gleich den Verlust wieder ausgeglichen. Über die 440 hätten wir jetzt wieder Einstand. Ja, wir lassen dann einfach mal runterlaufen. So viel ist es ja nicht. Vielleicht kann ich das eine oder andere noch erklären. Diese Linie hatte ich wohl schon erklärt. Das sind also immer hier die Häufigkeit des Handels, sage ich mal. Also die Anzahl der Kauf- und Verkaufsvorgänge. Das heißt, ist die Spitze hoch, haben wir sehr viele Marktteilnehmer, die gerade einen Handel machen. Hier zum Beispiel sieht man das. So, und dann muss man sich noch angucken, in welche Richtung läuft er denn. Ja, also viele Marktteilnehmer und da läuft im Verkauf, sind es also hier Verkäufer, die hier zugeschlagen haben. Und hier sind es die Käufer, weil beim aufsteigenden Liniendiagramm oder Balkendiagramm geht es hier ordentlich nach oben. So, das sind also hier auch alles die Käuferseite. Hier ist nicht viel los, ne? Das sieht man schon. Tja, jetzt müssen wir gucken. Jetzt sind wir hier über die gelbe Linie. Wenn er über die gelbe Linie drüber läuft, ohne zurückzusetzen, wie er es hier gemacht hat, besteht die gute Chance, dass er hier runterläuft. Da sollten wir uns gleich mal eine Linie hinzeichnen. Weil das machen die Chartisten ja auch. Ja, und hier schließen wir unser Konto. Weil wir haben nämlich hier noch einen Widerstand hier an der Stelle. Also nicht. Ja, mal lieber ein bisschen hochgehen. Also hier machen wir zu. Warum? Na, hier haben wir einen Widerstand. Da wollte hier hoch, ist, hat es nicht geschafft. Und solche Widerstände wirken in einer späteren Zeit als Unterstützung, weil da hier runterkommen. Weil Leute, die darauf spekuliert haben, dass es hier nach oben geht, ne, die haben natürlich möglicherweise hier noch eine Position, die irgendwo verhungert ist und die versuchen dann zu schließen. Da kann natürlich hier passieren, dass er hier nochmal dreht. Also sowas muss man immer gucken. Solche Schultern hier sind auch alles Widerstände. Man sieht auch, dass er sich unheimlich schwer tut, hier durch diese Stelle zu stechen. Ja, also wenn ich jetzt im Gewinn wäre, ist es eine gute Idee, hier zu schließen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass er hier einen Radius ausbildet, ist natürlich da. Und deswegen habe ich mit meiner Linie vielleicht gar nicht so unrecht, dass er sich hier so langsam ranlegt. Warum macht er das? Ja, das liegt an der blauen Linie und hier an dem Radius und an dem Radius.
Weil hier ist wahrscheinlich eine grüne Kerze zu erwarten. Ja, das sind rote, die zwei roten sind fast gleich groß. Herr Williams will nach oben, also schließe ich ja mal das Ding. Und wir werden gleich wissen, ob ich es recht habe. Ob er zurücksetzt, naja, er läuft noch ein Stück nach unten. Ja, das ist immer so eine Schwierigkeit. Ne? Das ist eine Vermutung und ob sich die dann bewahrheitet. Das sieht ja so aus, als ob er hier so rum will. Naja, jetzt will er natürlich auch her. Aber hier hat man ja unsere Linie gesetzt, wo er hier an den Bollinger ranläuft. Und wenn er hier ranläuft, läuft er bisher her. Ja, weil die Bollinger Linie wird jetzt hier gleich drehen. Wenn der runterkommt, dreht die untere. Die obere kommt hier her. Tja, und dann geht es erstmal waagerecht. Ja, wenn er in diesem Winkel von oben gegen die Bollinger Bänder läuft, passiert das gleiche wie hier drüben. Das ist nämlich die gleiche Situation. Er läuft hier drauf, das Bollinger Band legt sich unten an, das geht eine Weile und dann schießt er in die Gegenrichtung los. Aber es spricht auch nichts dagegen, dass er bisher her runterkommt, aber ich habe das gesichert und ja, so ein kleiner Gewinn ist auch mal ganz gut. So, was haben wir hier? Hier ist nichts los. Unser Euro-US-Dollar, unser angeschossenes Reh. Naja, es läuft hier so der Kante rum. Das sind ungefähr 60, 70 Euro. Also nicht wirklich so, dass man sagen kann, man muss jetzt hier unbedingt was machen. Und man lässt uns einfach laufen. Die eine rote Kerze unten stört uns nicht. Die sieht genauso aus wie die hier. Ne, also wird es hier, was haben wir hier, 5 Minuten. Das ist also ungefähr eine Stunde hier und dann zieht er hier hoch. Das erwarte ich ja auch. Er wird also, schieb's mal rüber, wird also hier dann so in der Größenordnung 15 Uhr dann hier noch nach oben ziehen. Also lasse ich das hier mal stehen. Das Chance-Risiko-Verhältnis ist an der Stelle gar nicht so schlecht. Und wenn ich genau hingucke, kann ich euch auch nochmal einzeichnen, sehe ich da auch wieder eine Trendlinie, nämlich von hier nach hier. Ja? So, und das gleiche von hier nach hier. Und was sagt uns das? Das ist ein Aufwärtstrend. Und ich bin im Kaufen. Ja, der geht hoch und der geht hoch. Höhere hoch, höhere Tiefs, Aufwärtstrend. So, jetzt warte ich bloß noch, bis er kommt. Ja, ich warte nicht, dass er hier diese weiße Linie nach unten schneidet. Ich warte schon, dass dann die nächste Kerze wieder eine blaue ist. Auch hier im Williams zu sehen, hat also hier vor, noch einen hochzusetzen. Hier die Grünen nehmen ab. Das heißt, hier haben wir einen Radius nach oben. Ungefähr hier an der Stelle, 13:40, in 40 Minuten, sind wir hier durch das grüne Feld durch. Und mehr wollen wir ja eigentlich nicht. Wir wollen ja einfach nur die Position retten, wo wir eigentlich gedacht haben, na hier hätte es ja passieren müssen, ist aber hier nicht passiert. Und er hat uns ja einfach einen Streich gespielt. Ja, gut. Das sind eben so die Feinheiten, die eben immer wieder mal auftreten. Da darf man sich nicht verunsichern lassen. So, gibt es noch irgendwas, was wir jetzt noch besprechen müssten? Ja, und zwar hier diese Alarme. Wir merken uns einfach mal hier die Zahl. Das ist die 1107. 1,107. Ja, dann machen wir mal einen Alarm auf, neuer Alarm, im, wo sind wir jetzt eigentlich, Euro-US-Dollar. Ja, haben wir hier mal so einen Kaufalarm. Nein, das ist eine gerade falsche Richtung. Ich müsste eigentlich jetzt einen Verkaufalarm machen. Ich stehe da mal wieder löschen. Dann kann man ja löschen. Dann machen wir hier einen Verkaufalarm. Ich erkläre euch gleich, was los ist. Also nochmal Preisalarm. Neuer Alarm. Euro-US-Dollar. Verkaufen. Ja, ich schiebe ihn jetzt gleich noch ein bisschen hoch, damit man sehen. So, und wenn er jetzt an diesen ranläuft, verkaufen. Dann schiebe ich mal hier her und wenn der dann sollte irgendwann diese Linie erreichen, dann alarmiert er mich, ich müsste hier diese Position verkaufen. Ich will da dann von hier runter. Ne? Also zweimal Gewinn machen. Ich warte, bis er hier oben ist.
Und dann, ne, also würde ich hier hochlaufen und dann. So, und dann könnte ich mir natürlich hier noch eine Warnung machen. Ich bin im Kaufen. Ich könnte mir auch noch mal einen Verkaufen-Alarm unterhalb setzen. Bin in der Kaufen-Position, genau, Verkaufen. Ja, nehmen wir mal hier. So, habe ich jetzt hier. Ja. Den setze ich mal hierher, damit ich sehe, aha, und hier reinläuft, würde er mir dann eine E-Mail schicken. Genau, so, gucken wir hier zu. So, genau. So, das lassen wir einfach laufen und ich mache mal das Video aus.